Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks. Ihr seht einen neuen Panzer, ihr seht eine neue Karte, also von dem her, was kann schöneres gehen als den Skoda T50 hier von, wie heißt denn der Spieler? Girlsen Marihuana, ja, das ist ein Lebensmotto schon fast. Und die Karte, ich gebe es ehrlich zu, ich habe sie selber noch kein einziges Mal gehabt. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass die neuen Karten gefühlt so, ja, schwierig immer zu erspielen sind. Also, ich würde gerne ja mal ein, zwei, drei Ründchen da drehen, aber na gut, jetzt schauen wir uns mal den Skoda an. Hier mit seiner Autoloader-Kanone, ja. 3 Schuss im Magazin. Die Tschechen sind bei der Community auch, soweit ich das mitbekommen habe, sehr gut angekommen. Also, es gibt da schöne, schon ein paar schöne Perlen, kann man sagen. Er hat hier natürlich mit dem Matchmaking schon sehr Glück. Das hat er auch, glaube ich, am Anfang bemerkt. Als einziger Neuner hier ins 8er-7er-Gefecht zu kommen. Jetzt ist er offen. Ja, das ist eine nicht durchfahrbare Wand. Das hat er jetzt auch gerade festgestellt. Und jetzt macht er hier gleich ein bisschen was auf. Die Gegner kommen hier mittig durch. Da geht es gleich schön direkt rund. Aber dieses Setting, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Erster Hit klappt. Zweiter Hit klappt. Und der dritte Hit, den kann er nicht wegbekommen. Da hat er jetzt gerade einen T-44 an sich stehen. Lädt aber auch schon wieder nach. Und jetzt gibt es da so eine kleine Zangenbewegung auf den Gegner drauf. So. Der muss wehtun. Ärgerlich. Aber der sitzt dafür und der zweite sitzt auch. 3 Schuss im Magazin ist aber gar nicht so viel, wie man eigentlich so sich gerne wünschen würde. Also ich sag mal, so ein vierter, glaube ich, den hätte er ganz gerne noch dabei. Muss er aufpassen, dass der T10 ihn nicht sieht, aber das ist wohl der Fall. Dementsprechend kann er jetzt hier auf den T10 draufgehen. Zeigt ihm wunderbar das Heck. Schießt ihm aufs Laufrad hinten nochmal und mit dem dritten macht er ihn weg. Perfekt. So und nicht anders funktioniert es und läuft es leicht. So. Er wird auch Gott sei Dank gar nicht so viel beachtet. Er hat immer das Glück, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Fleck ist. So, jetzt den KV-4. Schön in die Seite. Auch wieder aufs Laufrad. Alle drei sicher verwandelt. Knapp 1000 Damage damit gemacht. Und der hat auch immer wirklich super Zeit zum Nachladen. Er kriegt da keinen Druck. Genauso wünscht man sich das dann auch. So, jetzt hat er nachgeladen. Jetzt geht er vorne auf die Front, den Drifter-Kill und den zweiten Kill direkt noch nachgereicht. Da hat sich das Verstecken vom Uni nicht belohnt. Und jetzt fährt er hier raus. Jetzt hat sein Team hier in der Stadt oder in diesem urbanen Werk gut aufgeräumt. Jetzt fahren sie da raus, wo es eher ein bisschen weitläufiger ist. Könnt mir auch gerne mal eure Meinung sagen zu der Karte. Und ob ihr die denn schon häufig gespielt habt. Erster, zweiter, naja, kein dritter. Aber es sind ja noch ein paar Gegner am Start. Den Krieger sollte er klar machen können. 5 Stück theoretisch noch möglich. 10-9. Oh, da rammt er den T-44 uncharmant weg. Hat aber jetzt so ausgesehen, als ob es keine Absicht war. Ich glaube, der war einfach nur so konzentriert auf den WZ da drüben. Oder am Schreiben. So, jetzt da auf den Panther. Ah, da verschießt er direkt. Nochmal verschossen. Da hat er sich diesmal nicht viel Zeit gelassen, um einzuämmen. Jetzt muss er aufpassen, dass er von hinten da nicht die Action bekommt. 10-11 jetzt gerade wieder für den Gegner. Jetzt verdünnisiert er sich hier scheinbar. Ist noch im Reload. Und dann kann er jetzt genau so umfahren und dann auf die beiden drauf gehen.
Vielleicht den T49, der hintere, der hat weniger Hitpoints. Den könnt ihr wegmachen mit einem Clip. Nee, aber er geht auf den vorderen. Verwandelt aber alle drei Schüsse sehr sicher. Der war gut. 5757 Schaden aktuell auf der Uhr. 10 zu 12, also jetzt muss er fast alle Kills dann machen, um dass er hier seinen Krieger bekommt. Beziehungsweise dann die Radley Walters. Jetzt da auf den T49, ein MN. Ja, der ist weg. Und jetzt hat er da unten noch den, genau. Aha, der verschießt aber auch sehr gut, ganz entspannt, Auto-Aim und nimmt ihn da raus. War ein wichtiger Hit, weil sonst wäre er jetzt zerstört gewesen. 12 zu 12. Slater auf Premium, dass er auch ja und sicher das hier noch reißt. Finde ich okay. Würde ich zum jetzigen Zeitpunkt der Runde auch so machen. Panther hat verschossen. Er trifft. Und macht ihn weg. Krieger ist da. Zwei Panzer gibt's noch. Einmal ein Panther und einmal den WZ. So, jetzt müsste er auf den WZ gehen, wenn ich das richtig sehe. Aber nee, er geht auf den Panther, will er drauf. Der ist zerstört, der Panther weg. Jetzt kommt der WZ so, dass er beschießbar ist. Zwei Hits. Ah, super. 514 Hitpoints hat er noch. Mit dem nächsten Clip braucht er nur zwei Hits. Und dann schafft er es und kriegt sogar noch seine Radley Walters. Sehr schön. Tolle Runde, tolle Optik von der Karte. Muss ich sagen, gefällt mir bis dato unglaublich gut. Sehr mobil auch der Panzer. So, jetzt hat er den WZ. Erster Hit. WZ kettet ihn nur. Und ja, der zweite, der macht dann die Radley Walters. 8166 Schaden hat er gemacht. Würde ich sagen, für 6 Minuten 59. Grandios, tolles Gefecht, tolle Runde, toller Schaden. Radley Walters sagt alles. Mir hat's gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Und wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.